Hallo Leute und herzlich willkommen zum weiteren Part in EFC24 in der Wolf-Trainer-Karriere. Und ja, ihr wisst ja, EA kriegt viel Kritik von mir ab. Aber ich muss sagen, ich muss Props verteilen, weil hier in der Wolf-Trainer-Karriere, auch wenn es lange danach aussah, bin ich ja nicht rausgeflogen, trotz langem roten Manager-Rating. Und ich habe vermutet, dass ich rausfliege, aber EA ist so immer für eine Überraschung gut. Ob positiv oder negativ, kann man einfach sagen, weil in dem Fall positiv Props an EA, dass ich nicht entlassen worden bin. Und ja. Für Schlotterbeck können wir 200 Mio rausholen, werden wir 200 Mio rausholen. Ungefähr machen allerdings. Ich speichere das, weil wenn die rausgehen, gehen wir nochmal raus und nochmal rein in den Spielstand. Weil ich möchte ihn halt loswerden. Ich möchte Schlotterbeck loswerden. Das Gute ist auch, ich kann mich von älteren Spielständen trennen, weil hier sind wir ja noch am Abend. Oh, warte mal, ich trottel, ich darf nicht weiter simulieren. Also, gut, ist nicht so schlimm, dass rechtzeitig aufgefallen ist. Mason Archer. Oder Archer. Mason Archer, wahrscheinlich. Oder Mason Archer. Keine Ahnung. Archer. Schmarcher. 500k vielleicht. So, machen wir 500k draus. Bieten unter Marktwert, können mich mal. Mason Archer. Oder Archer. Archer. Ach, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Der Mason. Ja. Wie auch immer es ausgesprochen werden wird. So, machen wir mal 500 mehr. Cool, danke Krakowir. Hätte ich unbedingt gedacht, aber so davon können sich die Top-Teams mal eine Scheibe von abschneiden. Weil es war über Marktwert. Also über nicht nur über Marktwert, es war über dem, was der Assistenztrainer gesagt hat. Klar, was der Assistenztrainer sagt, wir wissen, ist nicht immer, ist halt trügerisch, aber davon können sich die Top-Teams eine Scheibe von abschneiden. Die haben direkt eingeschlagen, Krakowir. Sehr korrekt von denen. Ich hoffe, der geht zu denen, ich hoffe, der hilft denen weiter. Und ähnliches häufig natürlich. Ja, zumindest was das mit dem Deal angeht bei PSG, weil ich will mehr haben für Schlotterbeck. Klar, wir brauchen das Geld nicht unbedingt, aber wir nehmen es mit. Bei PSG, ihr könnt mich nicht verarschen. Egal wie oft ihr es versucht. 180 Mio. Ich gehe auf 20 Mio runter. 174. Gehen wir auf 177. Nice. Luis Enrique, vielleicht hätten wir auf 180 Mio bestehen können, aber ist okay. Die 3 Mio, die jucken mich jetzt nicht. Und mal schauen, ob wir wirklich 200 Mio hätten haben können, aber ist egal, ich wollte ihn eh loswerden. Hat eine 88 allerdings, deswegen, ja, habe ich da noch ein bisschen versucht rauszuhauen. Ja, an sich hätte ich ihn auch für einen Cent verkauft. Aber, warum sollte ich das tun? Vor allem wollten wir nicht noch irgendwen holen. Wir wollten noch irgendwelche Leute holen. Ah, gucken wir gleich mal. Nochmal. Oh, dann Vorbereitungsturnier. Okay, das läuft. Leo verkauft. Gut. Ist im grünen Bereich das Manager-Rating. Und hier auch. Ah, cool, dass sie das jetzt eingeführt haben, dass es bei jedem Fortschritt hier steigt, was ich hier habe. Das ist eine gute Sache. Doch, dass sie das Ziel gefixt haben, muss man schon Props für geben, wo Props verdient sind natürlich. Super Cup gegen Bayern. Ey, da gehen wir rein. Ich weiß nicht, ob wir den mitgenommen hatten. Ich glaube, wir hatten simuliert, ne, oder? Haben wir den mal gespielt, den Super Cup? Weil wir haben ja schon mal Pokalfinale gewonnen. Also, wir wollten ja schon mal DFB-Pokalsieger. Ich weiß gar nicht, ob wir mitgenommen haben, aber das hier nehmen wir auf jeden Fall mit. Die haben noch ein bisschen Zeit, deswegen machen wir hier ein bisschen weiter. Aber auch gut, dass die Unruhen dann hoffentlich aufhören, dass es keine Unruhen gibt. Schlotterbeck weg, Archer weg. Oder Archer. Auch wenn der natürlich keine Unruhen gesorgt hat, der Mason. Da war er nicht lange genug hier. 550k hätte ich rausgekommen. Cool. Schlotterbeck für 177 verkauft. Dann noch Koundé loswerden wollen und dann passt das eigentlich. Von Top Teams. Ah, hätte ich ein bisschen mehr noch rausholen können. Okay. Laut dem Ding ist okay. Aber ist okay. Wie gesagt, zurückkommen. Interesse an Evan Nilsson. Ja, ich will Evan Nilsson aber auch haben, ja. Ja, durchaus. Ukduk. 560. Ja, wisst ihr was? Ihr habt nicht so viel Geld oder wolltet nicht verhandeln, deswegen machen wir es, weil eigentlich will ich nur das Ziel erfüllen. Ihr könnt Holmes haben, Jackson Holmes. Oder, ja, also Jackson Holmes wahrscheinlich. Aber den Jackson, den könnt ihr haben. Den könnt ihr haben. Ist okay. Wir ändern den Trainingsplan, weil vom Supercup-Spiel würde ich sagen, wobei. Ihr seid alle top fit eigentlich, ne?
Lee ist jetzt noch nicht ganz fit, aber der ist ja eh verletzt. Ja, wobei, du bist nicht fit, warum bist du nicht fit? Genauso wie hier, warum seid ihr nicht fit? Was geht denn ab bei euch? Wieso seid zwei einzelne Spieler nicht fit hier? Stehe ich nicht ganz bei Rero. Darf auch trainieren. Dann würde ich sagen, weil Evan jetzt so ein Wunschspieler ist, holen wir ihn einfach. Brauchen wir zwar nicht unbedingt, aber Moment trotzdem. Ich habe Bock auf Evan Nilsson. Ich habe Bock jetzt zu spielen, deswegen holen wir ihn. Evan Nilsson so gefeiert. In 22 nicht jedes Mal geholt, aber ja, der Typ ist on fire. Deswegen, es tut mir leid für Celta Vigo und es tut mir auch leid für Frankfurt irgendwo. Aber ich habe Bock auf Evan Nilsson. Deswegen gehen wir rein. Klar, ich kann noch Mathys Tel holen, aber ja. Haben wir ja in den Prosperous-Punkte, glaube ich, schon gesehen. Und hier muss ich halt nicht drauf achten. Hole ich Talente. Klar, kein Problem damit. Mache ich auch größtenteils. Aber ich habe auch mal Bock auf so Leute wie Ivan Nilsson, die vielleicht kein so krass Potenzial mehr haben. Ne? Wissen wir nicht, wie dynamisches Potenzial reinkicken werden wird. Wir gehen hier so auf 42 Mio, würde ich sagen. Ja, warte, Verkaufsgebühr könnt ihr von mir aus auch haben. Ah, der Güler wahrscheinlich. Der ist mehr wert, der hat mehr Potenzial und ich soll ja nur noch. Genau. Machen wir so. Nicht. Frankfurt, jetzt tut es mir doch nicht leid, dass ich ihn euch abkaufe hier. Tut mir überhaupt nicht leid. 45,4. Jetzt hätte ich auch ein bisschen knauserig agieren, weil. Es geht halt gar nicht. Geht doch. Warum nicht gleich so Eintracht vom Main? Aber egal, wir haben Evan Nilsson fast in trockenen Tüchern. Außer wir verkacken und dann ist er bei Vigo. Wer weiß. Ja, Vigo. Tja. Ne? Benacer. Hätte ich auch noch nie. Ja, ich glaube, ich werde mal Bastoni mitnehmen noch. Bastoni noch mitnehmen. Wobei ZOM und ZM wollte ich auch noch mitnehmen, ne? Glaube ich. Ich glaube ja. Aber wir verkaufen ja eh noch Koundé, deswegen kann ich wahrscheinlich Bastoni auch noch easy holen. So, können ja auch jedes Spiel rotieren. Sollte kein Problem sein, hoffentlich. So, 53,5 vielleicht. Nee, okay, nicht ganz. Das ist eben königliches Gehalt, ja. Das sind aber nicht Real Madrid, ne? Da kann sie trotzdem mehr haben. So, und jetzt möchte ich gerne wen eintüten. Den Bastoni. Den Bastoni, Bastoni. Wobei, wir können auch von Pong eintauschen. Der bringt uns eh nicht so viel. Dann haben wir noch genug Geld für alles, denke ich mal. Für alle Positionen. Was finde ich gut genug? Klar, der ist ein 25, hat eine 81, aber trotzdem, ich mag den. Und der geht immer ab in meinen Karrieren, deswegen. Halte die Schnauze. Halte die Schnauze. Halte die Schnauze. Aber ich werde Donnarumma echt zurückholen. Attitude-Probleme, aber. Ja, ich brauche ihn da hinten. Und ja, ich sag mal so, teilweise kann man es vielleicht nachvollziehen, weil ich sehr auf Navas gesetzt habe und so. Vielleicht war es bei ihm auch berechtigt wegen Attitude. Naja, wie auch immer. Ich werde mal gucken, ob ich Donnarumma vielleicht zurückhole. Wobei, Kobel haben wir nicht getestet, also vielleicht testen wir Kobel ein bisschen, wie er so ist. Man kann ja immer noch einen Winter zur Not Donnarumma eintauschen. Gegen Kobel ist ja auch kein Ding. So, zur Not. Falls ja, gar nicht geht, aber wir haben ja auch noch Courtois, also. Wer weiß, ne? So, Bastoni, Bastoni. So, 120k. 120 Mio, meine ich. Wobei, nee, ich wollte Frimpong eintauschen, ne? Jeremy Frimpong eintauschen. Und dann würde ich gerne hier. Ja, so 4, 10, dann 24 Millionen drauf. So. Was sagt ihr? Ihr wollt ihn nicht haben? Okay. Interessant. 120 Mio für was, Toni? Da gucken wir mal, was ich noch eintauschen wollen würde. Ich glaube nicht, dass da was gibt, aber gucken wir trotzdem mal rein. Ja, Koundé könnte man noch eintauschen. Aber ich werde ihn lieber verkaufen.
Kimmich könnte man noch eintauschen, rein theoretisch, aber lassen wir den mal hier, den Jungen. Evanilson, so. Ja, passt so. Mal gucken, was wir haben wollen. 145, okay. Gehen wir auf 10 Mio runter vielleicht? Okay, cool. Das ging einfach als erwartet. Vielleicht wäre da auch noch ein bisschen mehr runtergegangen, aber ist okay für Bastoni. 135 Mio von Bastoni. Gebe ich aus. Wunschspieler ist da. Dann gucken wir noch weg. Und dann gucken wir noch nach ZM, ZOM. Und noch weitere Außenverteidiger vielleicht auch noch. So. Mal gucken, was dann noch geht. So, Alessandro Bastoni. Wobei Olmo hätte ich dann gerne auf ZOM. ZM dann kann man nur noch holen. Dann hätte ich Bock im ZM. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kann man mal vielleicht die Liste auch mal durchgehen? Ah, korrekt, Bastoni. Korrekt, aber Barella vielleicht. Habe ich auch nie gespielt. Ja, auch eine Idee. Barella ist ja, glaube ich, ZM. Ne? Auch eine Idee. Oder gucken wir, was die Konkurrenz so hat. Leverkusen, Bayern. Ich mag ja Bayern im Allgemeinen nicht. Und Leverkusen ja nicht, weil die uns nicht umgetreten haben nach wie vor. Okay, gut, ich hatte schon Angst gehabt. Ja, schauen wir kurz bei Bayern vorbei. Nach Lich. Nach Leuten. Und schauen auch, was Leverkusen so treibt. Ne? Ja, die können auch die Keeper von denen aufkaufen, das wäre auch eine Idee. Hatte ich, glaube ich, sogar vor. Ne? Enansi, sie haben ihn noch. Wir müssen nur Gulaschki kaufen, dann steigt Bayern ab. Geil, wie man das. Yo, 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 Kimpembe haben sie auch. Oh. Oh. Upamecano, wie ein 31er. Ansonsten haben sie auch nicht viel. Kim Ng haben sie noch. Ansonsten Verteidigung eher mau aus. Rafa Guerrero sieht natürlich gut aus. Der Cheatcode. Vielleicht müssen wir ihn zurückholen. So. Weil ich meine, wobei er war ein 31er, oder? Oder habe ich einfach nur für Geld verkauft? Ich weiß es gar nicht mehr. Garnacho haben sie noch. Das ist ein guter Deal. Harry Kane natürlich auch gut. Aber viel haben die Bayern nicht mehr. Ne? Die haben ordentlich reingeschissen. Ich weiß nicht wieso, aber cool. Vor allem werden sie auch nicht mit dem Keeper auch nur annähernd uns gefährlich werden. Oh. Die haben auch noch einen schlechten Keeper, also man kann beide schwächen. Definitiv, und das werden wir auch machen. Das werden wir safe machen. Weil ich will Leverkusen und Bayern beide leiden sehen. Bayern, weil ich sie sowieso nicht mag. Und Leverkusen, weil sie allerdings umgetreten haben, wie gesagt. Ne? So, deswegen. Kusumo. Alaba. Haben sie sich gut. Und Konate. Kamavinga haben sie auch. Das ist ja krass. Wobei Kamavinga könnte auch ZM wahrscheinlich machen, ne? Mhm. Savio, der kam von uns. Den wollte ich auch mal aufbauen. Immerhin 84 oder so. Ja gut, mit dem kam ich nicht klar. Mit der Spielweise haben sie auch. Taremi, Correa. Ja. Gut. Haben wir da auch ein bisschen durchgeguckt, ne? Und ja. Dann würde ich sagen, wobei RB könnte man auch schwächen. So theoretisch, also. Können auch ruhig runter. Wenn wir mit denen fertig sind, dann den BVB noch runter. Dann passt das. Haben wir alle Top-Teams geschlecht, alle runtergeschmissen. Alle raus hier. Alle raus. Raus. HSV darf bleiben. HSV und Schalke dürfen bleiben. Alle Top-Teams, alle krassen Teams raus. HSV und Schalke und Hannover dürfen. HSV, Schalke, Hannover dürfen bleiben. Genauso wie Darmstadt und so. HSV, Schalke, Hannover dürfen bleiben, der Rest nicht. So, achso, stimmt, ich muss Entwicklungspläne geben und bald auch ein bisschen, wenn es leerer ist, mache ich dann das mit dem Sortieren wahrscheinlich. Erstmal ja die ganzen Verkäufe noch abwarten, vorher werde ich wahrscheinlich nicht sortieren. Ja, bei Kobe bin ich gespannt, wie der das spielen lässt. Genauso bei, auch bei Cote d'Ivoire, aber sich immer noch so gut hält wie damals. Achso. Gut, habe ich hier Entwicklungspläne bei allen Neuzugängen? Also die schon da waren, meine ich? Nee, okay, habe ich auch. Anscheinend bei den beiden aber noch nicht. Bei Bastoni. Aber Bastoni so, muss man eigentlich auch nicht. Wobei, der hat eine hohe defensive Rate. Tempo hoch, kann man machen. Verteidigung. Ja, würde ich schon sagen. So, ne? Was kriegen wir hier noch?
Faire Zweikämpfe, Stärke, kurzer Pause. Hier kriegen wir auch. Was kriegen wir hier? Sprungkraft, Stärke, Ballkontrolle, Zweikämpfe. Aber kurzer Pass ist auch in Ordnung. Hier kriegen wir mehr. Ja, definitiv gut, dann machen wir das. Vorstopper, weil ich kriege ja trotzdem die Werte, die ich haben will. Und einen mehr. So, was willst du mehr? Nehmen wir mit. Geht dann noch gut hoch hier. Höchstwahrscheinlich. Ja, doch, genau. So ist das perfekt. Evan Nilsson darf noch. Darf natürlich nicht fehlen. Kriegt auch einen Entwicklungsplan von mir, aber natürlich bleibt es Stürmer. Das steht ja außer Frage. Abschluss, Ballkontrolle, Dribbling. Ballkontrolle, Dribbling, auch nicht verkehrt. Wobei er muss eigentlich nur einsetzen, also schon Knips, also okay. Wobei, aber brauche ich einen Schießenwert höher? Ich meine, wir wissen, wie krass ich mit dem Schießen bin. Dann vielleicht so. Ja, doch, so würde ich sagen. Dribbling muss auch nicht so viel. Deswegen machen wir einfach so. Ja, vom Punkt können wir auch noch gegen irgendwen eintauschen, wenn die mal Interesse an den hatten. Haben sie bisher allerdings nicht. Ja, gehen wir mal weiter. Transferangebot für Koundé. Positionswechsel für Marzen. Cool. Ich weiß nicht, ob hier noch wer fertig ist. Wobei, aber anscheinend eher weniger. Kannst du es auch noch trainieren hier? Marzen hat 90 Dings. Ui. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Endings bleibt natürlich auch hier. Ah, der hat sogar noch Potenzial. Okay, das ist cool. Koundé. Wie viel kann man rausholen? Inter. Ey, Inter, seid ihr eigentlich blöd? Hab ich. Ach nee, ich habe ihn nicht gegengegeben, aber vom Pong. Ah, gut. 145. Ja, vielleicht 160? Krass, dass er weniger, so viel weniger wert ist wie Slotterbech. Von der Gesamtstärke her kann man nichts sagen, so. Und ist der nicht sogar jünger, der Kunde? Wie Schlotterblech? Weiß ich gerade gar nicht. Ob Kunde nicht sogar jünger ist. Müsste doch jünger sein, oder nicht? Ein bisschen. So ein paar Jährchen. Wobei, kann ich Schlotterbechs Alter sehen irgendwo? Nee. Also zumindest nicht hier. Also klar kann ich, aber lass mal gerne wissen, wie alt die sind. Die beiden, weil ich dachte eigentlich, Kunde ist jünger wie Schlotterbech. 26, wäre das Schlotterbech? Schlotterbech, Schlotterbech, Schlotter, Schlotter, Schlotterbech. Sehen wir das hier? Eigenangebote, Eigenangebote. Nee. Sehen wir da nicht. Warte mal. Hier kann man suchen jetzt auf einmal? Wusste ich gar nicht, dass man das kann. Einfach von hier aus. Ist das neu? Das ist ja cool. 25, okay, Schlotterbeck ist ein Jahr jünger. Oder zwei, ne? Ein, zwei Jahre jünger. Hätte ich gar nicht gedacht, aber. Okay. Gut zu wissen. Ah, von Pong müssen wir halt trotzdem irgendwo eintauschen, eigentlich. Aber nicht bei Inter. So, anscheinend. Ah, gut, bei Inter, keine Ahnung, ob die noch wen haben. Wobei Barella wahrscheinlich. Kommt eh. Ja, doch ein Jahr älter, Koundé. So habe ich. Wusste ich gar nicht. Reicht mir ein bisschen. 160 vielleicht. Lass mich ran, wir diskutieren hier unten jetzt hier oben. Ja. 100, 50 mehr. 45 von mir aus. Hauptsache ich werde ihn los. Krieg dafür noch einen Ersatz. Auf ZM, zu OM-Position und dann passt das. Weil ich meine, ich muss kein Geld mitnehmen für nächste Saison, deswegen. Ja, wobei ich kann ja noch Verhang eintauschen. Wobei, vielleicht gegen einen Verteidiger eintauschen. Vielleicht wäre das so eine Idee. Gegen Außenverteidiger, aber ich weiß nicht, wen ich da haben will. Ich weiß nicht, wen ich da haben will. Auf Außenverteidigerposition, wen könnte man da nehmen? Wen könnte man da nehmen? Die hier holen mich nicht so ab. Hakimi vielleicht? Hakimi vielleicht, mal testen. Oder jemand, der schon auf rechts spielt.
Wenn ich den von links nach rechts schieben muss, dann ist ja ein Spiel. Wobbatzen vielleicht auch. Tja, Namens habe ich keinen Bock drauf. Ja, vielleicht Wobbatzen. Ist ja auch schon ein bisschen älter. Ja, wobei, entweder Wobbatzen oder halt Hakimi von der Liste so. Fana wäre auch cool. Scouting beginnen? Ich habe den noch nicht gescoutet. Ich hätte den letztens erst eingedingst, aber nein. Ja, Van Dijk, Van Dijk. Ah, der heult viel rum, deswegen. Reece James. Reece James? Haben wir Reece James mal gehabt? Ich weiß nicht. Ah, Kimi hatten wir nicht, glaube ich. Ah, 26? Ich dachte, der wäre älter irgendwie. Ah, Tempo 90, Passen 80. Verteidigung 77, ja, Verteidigung ein bisschen niedrig, aber kriegen wir hin. Mit Hakimi, denke ich. Tau ich mir da vom Prong rein. Weil wir die Position hier nicht haben. Und gucken wir mal. Danke, Klopper. Können vom Prong gerne haben, der passt nämlich in unser System nicht rein. Dankeschön. Das ging genauso, wie ich es erhofft hatte. Ah, Dani Olmo war ja auch nicht. War ja auch möglich mit Leipzig direkt. Also wären dann vielleicht sogar noch. Wären sogar drei Spieler drin statt zwei. Aber wo brauchen wir drei? Ich glaube nicht. So. Ja, direkt. Ist direkt Bock. Ist gut. Das freut mich doch zu sehen, die Eigeninitiative, aber ein bisschen Gehalt vielleicht runtergehen. Cool. Korrekt. Willkommen in der Mannschaft. Ja. Würde ich sagen. Alter, einfach was für ein Weltklasse-Deal. Also klar, Liverpool profitiert vielleicht mehr, aber Van Prong passt nicht in unser Spielsystem. Wir müssen warten. Da täusche ich lieber ein gegen jemanden, der uns sofort hilft. Aber ich hätte jetzt speichern sollen. Ja. Ja, ich würde sagen, die anderen Deals machen wir dann im nächsten Part. Das war einfach nur ein bisschen wegsimulieren. Vor das Bayern-Spiel. Dann ist der Part, denke ich, auch mal durch vielleicht. Ich weiß nicht, wie lange der geht. Letztens auch dazu, yo, die Verhandlungen gehen schon lange, aber kannst du einen Part packen, dann fast eine Stunde aufgenommen. Deswegen weiß ich das gar nicht so. Mach mir Sorge. Ein bisschen. Ein bisschen, ne? Was meint die Zukunft von Martin? Ja, spielt halt. Ah, stimmt, wir haben ja Dings neu. Müssen noch einen Dingsplan geben. Ja. Und einen Entwicklungsplan. Trainingsplan, Entwicklungsplan. Gut. Gut, haben wir es hier abgeschlossen? Hab ich das richtig gesehen? Nö, haben wir noch nicht. Okay. Also noch einen guten Weg. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein hier in die Pläne. In die Pläne. Für Hakimi. Ja, müssen wir Olmo und so noch schauen. Achso, hat er schon? Habe ich das denn gemacht? Habe ich da mal einen Entwicklungsplan schon gegeben? Nee, oder? Habe ich doch keinen Entwicklungsplan gegeben, oder? Den Boy. Dann kann er direkt mitspielen. Kann er ja der Mitspieler. Der Hakimi. Von C-Davis spielt auch super. Ja, machen wir so. Würde ich so. Vor allem niedrig. Das muss nach oben, Junge. So, mal gucken. Haben wir 1, 2, 3, 4 Rechtsverteidiger jetzt. Das müsste reichen. Genauso wie 3 Linksverteidiger. Könnte man vielleicht noch einen holen. Aktuell Keeper haben wir 3 Stück, wenn Lust sein, das reicht. Die fliegen ja alle noch weg. So, IV haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 IVs. Die ich alle, in denen ich allen Spielzeit geben muss, aber gut, Rico Lewis nicht so viel. Und der Ramos vielleicht auch nicht ganz so viel. Ne? An der Rest, aber gut, haben wir auch ein bisschen Breite. Kimmich, Trent, Barrero Martins, Sarah Marie, Bajetic, das sind schon mal 5. 5 ZMs. 6 mit Burns. Das reicht eigentlich. Haben wir Müller,
Musiala, ah ne, Müller haben wir nicht, der ist Stürmer bei uns. Musiala, Dardai, Güler. Ja, hier fehlt noch ein ZOM mindestens noch. Weil wir haben Musiala, Dardai, Güler. Einen vierten hätte ich noch gerne. Weil Müller kann man nicht dazu zählen, genauso wenig wie Hermolein. Flüge haben wir 1, 2. Wenn man einfach auch, okay. 3, 4, 4, 5, 5. Okay, beide waren ein Vertrag. 1, 2, 3, 4 Stürmer. Vielleicht auch noch einen Stürmer, noch einen weiteren. Vielleicht Jesus oder so. Auf jeden Fall. Nein. Achso, ich muss ja das auch im nächsten Vater machen. Ja. Definitiv. Das rumbackt. Auf jeden Fall verlieren. Was eigentlich ganz gut lief. Ich muss einfach alles im nächsten Part einfach. Die Verhandlung nehmen wir aber noch mit. Und ja, bin sehr, sehr zufrieden, sehr, sehr glücklich. Wenn man sich hört, ist halt vor morgen. Und ich bin halt noch nicht so fit. Nacht durchgeböllert mit 100 Baby Challenge in Sims. Der war so ein bisschen vorproduziert, wie andere auch. Und ein paar andere auch. Und ja, dass ihr da Bescheid wisst. Einmal allein der Boy. Und ja, mit dem Boot hat sich gut, ist sich gut am entwickeln. Hoffe, das geht so weiter, genauso wie im Rest. Und wir sehen uns zum ersten Saisonspiel, zum Supercup-Spiel im nächsten Part wieder. Ciao, Leute.